Wir haben heute den Titel Fahrradfreundliche Kommunen bekommen. Der wird von der AGFK Bayern verliehen. Die AGFK ist ein Zusammenschluss fahrradfreundlicher Kommunen und wer da Mitglied werden möchte, der muss auch nachweisen, dass er wirklich fahrradfreundlich ist. Heute, also ein Ziel ist natürlich die Auszeichnung unserer Mitgliedskommunen als fahrradfreundliche Kommunen. Und da war heute in München die Bereisung, wir haben uns vor Ort angeschaut, wie fahrradfreundlich ist München und ob wir dem Innenministerium vorschlagen können, diese Auszeichnung zu verleihen. Also vorrangig geht es darum, ob die politischen Grundlagen gegeben sind, also ob man die Beschlüsse hat, den Radverkehr zu fördern und ob man auch die personelle und finanzielle Ausstattung hat, um das dann umzusetzen, um die Infrastruktur zu schaffen. Infrastruktur ist ein sehr großer Punkt, der wird sehr genau geprüft. Also da werden 15 Punkte abgeprüft, ob man Fahrradstraßen hat, ob man Radverkehrsanlagen aller Art hat, ob man Aufstellflächen an Ampeln hat, wie man das mit den Baustellen managt und so weiter. Und ansonsten wird noch geprüft in drei Punkten, welche Serviceleistungen man anbietet. Es gibt quasi eine Generalprobe, das ist die Vorbereisung und dann eine Hauptbereisung, wenn man die Vorbereisung geschafft hat. Bei der Vorbereisung kommen nur 4 Fachleute und überprüfen und bei der Hauptbereisung wird das Ganze dann etwas größer aufgezogen, erweitert um Politik und Presse. Wir hatten heute so um die 20 Leute dabei. Und bei beiden Bereisungsterminen ist es so, ebenfalls wieder zweistufig, am Vormittag muss man in einem Vortrag darlegen, wie man selber meint als Kommune, dass man diese Kriterien erfüllt, diesen ganzen Katalog. Und am Nachmittag gibt es eine Radeltour und da wird dann auf Herz und Nieren geprüft, ob das auch stimmt, was man da am Vormittag erzählt hat. Also was mich ganz besonders gefreut hat, war bei der Verkündung, dass wir die Auszeichnung bekommen haben, dass das einstimmig erfolgt ist und dass die Jurymitglieder sehr beeindruckt waren von dem, was die Stadt macht. Also nicht nur Radverkehrsförderung in eine Richtung, sondern wirklich als Gesamtkunstwerk, wenn ich das mal so euphorisch sagen darf, dass wir in allen Bereichen die Radverkehrsförderung vorantreiben, von sozusagen vom fließenden Radverkehr bis zum stehenden Radverkehr, von der Fahrradabstellsatzung bis zur schönen Situation durch diese Stadt zu radeln. Wir haben das ja auch sozusagen dann auch praktisch hergezeigt, was wir theoretisch am Vormittag der Kommission unterbreitet haben. Also von daher nur eine positive Rückmeldung, das tut natürlich gut. Was mir auffällt, positiv auffällt, ist, dass die Papierform mit der Realität übereinstimmt. Also dass das Lastenheft des Verbandes von der Landeshauptstadt München zu sehr, sehr großen Teilen absolut erfüllt wurde. Und mir fällt auf, dass die Stadtgesellschaft mitwirkt und dass diejenigen, die in der Verwaltung, ist ja nicht so, dass man nur verwaltet in der Verwaltung, sondern dass da mit Begeisterung mitgemischt wird und dass da auch der Stolz dann erlebbar wird, den die Beschäftigten in der Landeshauptstadt da über diesen Titel dann empfinden. Und das ist der Ansporn, dass man weitermacht. Die Stadt München ist natürlich als die größte Stadt in Bayern ein Vorbild, ein Vorreiter, aber auch ein Initiator für besondere Entwicklungen im Bereich des Radverkehrs. Und dafür ist es sehr wichtig, dass sie Mitglied in der AGFK ist und hier weiterarbeitet und dann auch kooperativ mit den kleinen Kommunen unterstützend tätig ist und den Radverkehr fördert. Also wenn ich zurückdenke, 96 habe ich angefangen, da war der Model Split beim Radverkehr bei 6% gelegen. Jetzt schreiben wir das Jahr 2014 und wir sind bereits bei 17 oder 18%. Und das nächste Ziel ist schon wieder 2015 angepeilt mit 20%. Dann sieht man natürlich eine gewaltige Entwicklung dazu. Und wenn ich dann auch die ersten Jahre noch Revue passieren lasse, wo das wirklich das Bohren dickster Bretter war, und jetzt sozusagen in den letzten Jahren also ein richtiger Schub dazu gekommen ist, weil auch die Lebenseinstellung der Menschen zum Radler andere geworden ist, dann freut mich das natürlich ganz besonders, sodass sich die Bilanz am Ende meiner Amtszeit doch sehr sehen lassen kann. Heute lief es ganz gut. Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten nämlich bei der Vorbereitung letztes Jahr im Juli schon ein paar Hausaufgaben aufbekommen, die nicht so leicht zu erfüllen waren. Zum Beispiel wurde kritisiert, dass wir in München noch keinen Radverkehrsbeauftragten hatten. Das bin jetzt kommissarisch ich, weil wir da den Wahlen nicht vorgreifen wollten.
Oder der Winterdienst sollte verbessert werden. Da haben wir jetzt nochmal 1,5 Millionen und extra 12 neue Stellen für eingestellt. Das waren so die Hauptkritikpunkte, touristische Wegweisung und so weiter, wurde auch noch kritisiert. Ja, und die Jury war im Endeffekt sehr zufrieden, hat gesagt, man kann in München sehr gut erkennen, dass Politik und Verwaltung für die Radverkehrsförderung sehr viel machen und sehr viel anbieten. Und dass die Dinge, die noch nicht so gut laufen, dass wir da auch nachbessern werden, das war auch gut erkennbar. Ja, ich betone ja immer wieder, dass Radlhauptstadt werden unser großer Ansporn ist. Wir sind es noch nicht. Wir haben noch nicht das Radlparadies in München, aber wir haben den Weg dazu sehr wohl bereitet. Aber es muss natürlich noch einiges gemacht werden, um so mit Kopenhagen sich gleichzustellen. Dauert es wohl noch ein bisschen. Aber wie gesagt, heute haben wir wieder bestätigt gekriegt, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und wir müssen natürlich schon auch noch weiterhin mutige Entscheidungen treffen. Ich meine damit auch ganz konkret den Münchner Stadtrat, wenn es darum geht, die öffentliche Verkehrsfläche demokratisch aufzuteilen. Und damit meine ich, dass wenn ich zunehmend mehr Radlfahrer habe, dann muss ich halt bei anderen, zum Beispiel beim individuellen motorisierten Verkehr, halt ein paar Meter wegnehmen, damit die Radler mehr Platz haben. Diese Entscheidung fordere ich schon vom neuen Stadtrat.